Hallo, ich bin die Verena Draper. Ich bin aus gebürtige Passauerin aus Bayern, lebe aber in Signal Mountain, Tennessee und habe seit 3 Jahren einen Schüleraustausch, den es bereits seit 20 Jahren gibt, geerbt sozusagen und koordiniere den jetzt. Und unsere Schule, Signal Mountain Middle High School, ist also eine IB-Weltschule, das heißt ein internationales Baccalaureate-Programm. Unsere Klassen sind 6 bis 12, das heißt, wir haben eine Mittelschule und eine Highschool. Wir haben insgesamt ungefähr 1300 Schüler und Gap ist unser einziges Austauschprogramm. Wir haben zwar noch ein oder zwei EF-Touren pro Jahr, aber das ist ja quasi ein ganz anderes Erlebnis als ein Schüleraustausch. Pro Jahr haben wir unsere Gap-Teilnehmer auf 20 reduziert oder quasi verboten, dass unsere deutschen Schüler mehr Schüler senden, weil es besteht sehr viel mehr Nachfrage aus Deutschland, als ich als Koordinatorin Schüler finde, die willig sind oder bereit sind, nach Deutschland zu fahren. Unsere deutschen Austauschschüler kommen im Oktober in 2 Wochen und bleiben 3,5 Wochen hier. Und unsere amerikanischen Austauschschüler fahren am Ende des Jahres, also am letzten Schultag, das heißt meistens am 28. Mai nach Deutschland und bleiben dann 3,5 Wochen dort. Unser Austausch kostet 2000 Dollar. Das ist ein fixer Preis, das heißt, wir verändern das nicht jedes Jahr, weil einmal sind die Flüge billiger, einmal sind die Flüge teurer und das kann man immer den Eltern sehr schwer erklären. Und den Rest, falls wir einen Überschuss haben, verwenden wir immer für Stipendien für Schüler, die sich das nicht leisten könnten. Unser Austauschgymnasium ist das Beisenkamp-Gymnasium in Hamm. Das ist ein Europagymnasium. Das hat die Klassen 5 bis 12 und hat aber nur 800 Schüler. Das ist eine Europaschule, das heißt, die haben sehr, sehr viele Austauschprogramme. Die machen Austausche nach Frankreich, nach Amerika und auch nach Großbritannien. Pro Jahr bekommt diese Schule ungefähr 100 Bewerbungen, um an unserem Gap-Austausch teilnehmen zu wollen. Leider können wir die nicht alle nehmen, sonst kann ich 5 Jahre lang nicht mehr fahren. Und sie kommen eben jetzt. Die Schülerkosten, also die Kosten für den deutschen Schüler sind sehr viel geringer, es sind ungefähr nur 900 Dollar, einfach weil die Flugpreise sehr viel billiger sind von Deutschland aus. Unsere Schülerauswahl, unser deutsches Gymnasium wählt die Schüler zuerst aus und schickt uns dann die Schülerprofile in den Frühlingsferien. Und dann, wenn ich quasi, ich versuche meine Teilnehmerliste vor dem Ende der Schulferien im Mai fertig zu kriegen für das nächste Jahr. Und sie wählen dann die Teilnehmer anhand dieser Schülerprofile aus. Manchmal haben wir Probleme, 20 also hundertprozentige Austauschschüler zu finden. Deswegen haben wir Gastfamilienoption als Notlösung, wenn ich keine Schüler mehr finden kann, die eben willig sind, nach Deutschland zu fahren. Dann versuche ich also diese Host-Only-Option. Ansonsten, wie wir alle wissen, ist es sehr schwer mit Direktoren. Sie wechseln, also an amerikanischen Schulen wechseln sich unsere Direktoren alle 2, 3 Jahre. Das heißt, wir versuchen wieder, dieses Gap interessant zu machen. Unser neuer Schuldirektor, den es jetzt seit 2 Jahren gibt, dem ist die Integration der Schüler an unserer Schule sehr wichtig. Quasi viele Schulen machen also Shadow Your Host, wo quasi der Schüler nur mit dem Austauschschüler quasi in die Klasse geht. Dagegen ist unser Direktor sehr. Und dadurch versuchen wir eben, die Zeit in der Schule interessanter zu gestalten und auch pädagogisch wertvoller zu gestalten. Das heißt zum Beispiel, machen wir natürlich ich unterrichte DP-Deutsch, das heißt also 11. und 12. Klasse in einem Diplomaprogramm. Die organisieren deutsche Schulführungen, machen dann die Schulführung auch in Deutsch. Unsere kleineren Deutschklassen machen Interviews mit den Gap-Schülern und schreiben die dann auf. Unsere Gap-Teilnehmer
deutschen Schüler machen Kurzpräsentationen in den Deutschklassen, hauptsächlich also in der 6. und 7. Klasse über Leben und Kultur in Deutschland. Wir machen ein zweites Weltkriegsseminar aus zwei Perspektiven. Bei uns ist International Mindedness sehr wichtig. Das ist so also ein Abi-Term. Das heißt also, ein historisches Ereignis aus zwei Perspektiven zu diskutieren. Und das ist sehr erfolgreich gewesen letztes Jahr. Auch Reformation und Religion sind Themen, die deutsche und amerikanische Schüler gleichzeitig behandeln. Und natürlich auch Einwanderung, Ausländer, Flüchtlinge, alles in diese Richtung. Auch unsere CDC macht Einzelgespräche mit lernbehinderten Schülern, die also dann trotzdem noch Möglichkeit haben, mit den deutschen Schülern ein Gespräch zu führen. Ich habe hier einen Programmaustausch. Das können wir nachher diskutieren, wenn ihr dazu Fragen habt. Finanzen, wie wir alle wissen, es ist schwer über die Schule das zu organisieren. Wir haben eine private Organisation, die heißt Mountain Education Foundation, die quasi nur unsere drei Schulen in unserem Gebiet unterstützt. Es ist eine private Organisation und wir finanzieren alles durch Gap, weil es einfach einfacher ist, zum Beispiel ein Zugticket nach Berlin zu kaufen durch eine private Organisation im Vergleich zu einer normalen amerikanischen Schule, wie wir alles wissen. Wenn es Fragen gibt, ich freue mich auf Fragen. Ansonsten gebe ich weiter an Jürgen, James. Ja, ich bin jetzt zugeschaltet. Hallo, ich heiße Jürgen Müller. Ich bin seit 20 Jahren in den USA und lebe in Houston in Texas. Und genau wie Verena arbeite ich an einer IB-Schule, an einer IB-World-Schule. Allerdings, ich arbeite an zwei Schulen und wir haben an dieser Schule hier zwei Lehrer. Wir haben ungefähr 1000 Schüler, Klassen 6 bis 12, und die Kids können auch ab Klasse 6 Deutsch lernen. Den ersten Gap-Austausch haben wir 2006 gemacht und der ist zustande gekommen über persönliche Beziehungen zwischen dem ehemaligen Gap-Koordinator der Partnerschule. Das ist in Gandakesee. Gandakesee ist eine Kleinstadt in der Nähe von Bremen in Niedersachsen, Landkreis Oldenburg. Und wir machen das auch so, dass die deutschen Schüler im Herbst kommen und wir Anfang Juni fahren, also wenn hier das Schuljahr zu Ende ist. Ja, ich habe ein paar Tipps für den Gap-Austausch mir ausgedacht und die wollte ich ganz gerne präsentieren. Vielleicht schauen wir auf das nächste. Ja, und das erste wäre eben, das hängt auch damit zusammen, dass unsere Partnerschule in Gandakesee ist und auch, ich komme ursprünglich aus dem Landkreis Uelzen. Wenn ihr auf die Karte guckt, seht ihr das in der Mitte des Bildes, in der Lüneburger Heide. Dort gibt es den kleinen Ort Melzing, da komme ich her. Das heißt also, ich bin mit Norddeutschland sehr vertraut und finde es immer gut, wenn man auch Gebiete in Betracht zieht als Partnerschulen, die vielleicht auf den ersten Blick nicht so interessant erscheinen. Also man muss nicht unbedingt immer in der Nähe von Neuschwanstein eine Partnerschule haben. Denn der Norden Deutschlands bietet sehr viel. Also Gandakesee liegt in der Nähe von Bremen, ist auf der Karte gar nicht drauf, weil es eine kleine Stadt ist, aber es ist bei Delmenhorst. Und man kann an die Nordsee fahren, man kann eine Wattwanderung machen, man kann eine Insel besuchen, man kann, was sehr interessant ist, nach Bremerhaven fahren, ins Auswanderermuseum oder ins Klimahaus. Dann Bremen hat natürlich eine interessante Altstadt. Ausflüge nach Hamburg bieten sich an. Und wir fahren auch immer nach Kloppenburg. Das liegt also ein bisschen weiter südlich oder südwestlich, ist auf der Karte drauf. Da gibt es ein wunderschönes Freilichtmuseum, von dem hier auch ein Bild zu sehen ist. Also Norddeutschland bietet sehr viel und die Schüler erleben einfach mal eine etwas andere Landschaft auch.
Denn Deutschland stellt man sich oft vor mit, naja, Bergen oder romantisch halt wie Rothenburg ob der Tauber. Aber wie gesagt, Norddeutschland hat sehr viel zu bieten. Dann auf dem nächsten Bild wollte ich einfach darauf hinweisen, dass man preiswert mit der Deutschen Bahn reisen kann. Das wissen alle Leute, aber wichtig ist, dass man frühzeitig bucht, dann bekommt man sehr günstige Preise. Nach Möglichkeit, also früh wie möglich, aber nicht früher als 3 Monate. Das geht nämlich nicht. Ich habe hier die Webadresse eingeblendet und eine Telefonnummer. Denn Gruppenreisen kann man telefonisch buchen. Und die Fahrkarten lasse ich mir immer in die USA schicken. Das heißt also, ich habe die Fahrkarten, bevor wir überhaupt nach Deutschland fliegen. Das kann ich dann auch mit Kreditkarte bezahlen. Das geht bei der Deutschen Bahn sehr gut. Und wir können Sonderkonditionen in Anspruch nehmen. Das ist auch wichtig. Zum Beispiel, wenn man innerhalb eines Bundeslandes reist, das zum Beispiel bei uns das Niedersachsen-Ticket. Das muss man aber nicht vorher kaufen, das kann man am Ort selbst machen. Und auf die Weise werden so kleine Reisen wie zum Beispiel nach Kloppenburg, nach Bremerhaven oder auch ein bisschen weiter nach Goslar relativ billig. So, dann Foreign Exchange. Dann ein Plädoyer für die deutschen Jugendherbergen. Mir ist es wichtig, dass wir beim Gap-Austausch immer auch dieses Jugendherbergserlebnis haben, weil die Jugendherbergen in Deutschland einmal entstanden sind, weil sie einzigartig sind, weil es sehr viele gibt und weil sie einfach gut sind, die meisten jedenfalls. Wir sind beim letzten Gap-Austausch 2016 in Goslar gewesen und das hat allen sehr, sehr gut gefallen. Wir haben auch schon in der Jugendherberge auf der Insel Wangerooge übernachtet. Da ist so ein alter Turm und dann ein modernes Gebäude dabei. Also sowas ist sehr schön. Und vor allen Dingen möchte ich darauf hinweisen, dass es sich anbietet, in Klein- und Mittelstädten Jugendherbergen zu buchen, besser als in den großen Städten, um einfach ein Deutschland zu erleben, dass das ein bisschen anders ist als das, was man so in den Großstädten erlebt. Und jetzt mache ich nochmal zurück. Foreign Exchange. Ich weiß nicht, warum das andere, was noch dazugehört, nicht da ist, ist aber kein Problem. Es gibt immer das Problem, dass man eine Vorauszahlung machen muss. Und das letzte Mal habe ich mir überlegt, ja, wie mache ich das? Ich will also meine Partner in Ganeke sehen, nicht damit bemühen, das Geld für diese Vorauszahlungen bei einer Jugendherberge zum Beispiel vorzulegen. Und deshalb bin ich auf die Idee gekommen, das mit Foreign Exchange zu machen. Auf dem Bild war eigentlich die Webadresse von Foreign Exchange dabei. Das heißt also, man kann sich dort anmelden und sozusagen eine Möglichkeit entwickeln, wie man Geld von seinem Konto direkt auf die Konten einer bestimmten Jugendherberge oder einer anderen Unterkunft oder so etwas zu überweisen, ohne dass man die hohen Gebühren von zum Beispiel Western Union oder von der eigenen Bank bezahlen muss. Das ist sehr wichtig, wenn man selbst kein Konto in Deutschland hat. Ja, das war es eigentlich schon. Vielen Dank. Sehr viele, sehr gute Tipps und eben auch zeigt auch nochmal, dass man mit Gap in Gegenden kommt, in denen man sonst wahrscheinlich als Tourist aus den USA selten reist und das ist echt toll. So, dann ich lege jetzt auch die nächste Präsentation an, wenn es keine Fragen gibt, nämlich von James Ditz. Einen Moment. Vielen Dank, Jürgen. Ich fand das sehr interessant, wie Sie uns die Coins gegeben haben, wie wir das Geld beweisen können. Das ist normalerweise, wie Sie eben beschrieben haben, nicht so einfach. Und für den nächsten Teilnehmer, beziehungsweise Moderator, würde ich ja
vorschlagen, dass Sie Ihre Webcam jetzt starten, damit wir Sie in dieser Weise sehen können. Okay, ja, hier spricht James. James, ja, hallo. Bitte schön. Ja. Hallo. Meine Webcam. Hallo, ich heiße James Dittes. Ich lehre in Gallatin, Tennessee, auch in Tennessee. Gallatin liegt nord von Nashville. Seit 2004 habe ich in der Station Camp High School Englisch unterrichtet. Und ich habe seit 2009 Deutsch unterrichtet. Ich lehre auch kreatives Schreiben. Station Camp ist vorstädtlich, etwa 30 Minuten von Nashville. Es gibt hier 1600 Studenten. Mein Deutschprogramm ist relativ klein. Vor dieses Jahr, vor knapp, hatte ich 16 Studenten pro Jahr in Deutsch 1 und 2. In diesem Jahr, nach GAP, habe ich 24. Studenten. Vorher war Deutsch meine kleinste Klasse, heute ist es größte. Ich lehre Deutsch, weil viele andere ein deutschstämmiger Amerikaner bin. Meine Urgroßeltern waren in Baden-Württemberg geboren, bevor sie nach Amerika ausgewandert sind und hier verheiratet haben. Mein Familienname stammt aus dem Schwarzwald. Ich werde im Frühling und Sommer meinen ersten Austausch machen. Letzten November bekam ich eine E-Mail von zwei Lehrern aus der Kurt Schumacher Gesamtschule in Ingelheim am Rhein, näher Mainz. Sie suchten einen GAP-Partner und ich fand dieser mögliche Austausch unwiderstehlich. Wir beginnen sofort mit einem Wiki. Unsere Studenten begannen sofort Bilder und Videos zu posten, Geschehen in unserer Gemeinde zu erklären und Freundschaften zu machen. Ich kann nicht zwei Dinge machen. Mein Abschluss ist in Public Administration, statt Erziehung oder Englisch oder Deutsch. Ich interessiere mich für Organisationsformen, wie sie entwickeln und wie sie funktionieren. Diese Präsentation enthält einige Ideen von meiner Nachbesprechung, die ich über mehr als 20 Jahre gelernt habe. Alles beginnt mit diesem Sprichwort: Man soll das Rad nicht neu erfinden. Ihr seid nie allein. Sucht in eurer Gemeinde andere Leute oder Organisationen, die einen Austausch gemacht haben. Wenn ich die Zustimmung meines Programms bekam, suchte ich die Vertreterin des Führer-Austauschprogramms Youth for Understanding USA. Sie könnte mir verschiedene Sachen vorschlagen. Vielleicht gibt es andere Clubs oder Lehrer in eurer Schule, die lange Ausflüge oder Austauschen geführt haben. Die Erfahrungen deiner Kollegen sind leicht zu finden und zu nutzen. Es gibt mehr Erfahrung in der Gemeinschaft. Viele Städte haben Partnerstädte und es gibt weniger Verantwortliche im Rathaus, die da der Bescheid wissen. Hier gibt es ein Hendersonville Friendship Program, das jedes Jahr 20 Studenten aus Japan hierher bringen. Dieses Programm hat einen Direktor, der mich sehr half. Andere Plätze in euren Gemeinde, wo das Rad schon neu erfunden wurde, sind Exportfirmen oder Consulting-Aufnehmen, die in Auslande verkaufen. Meine Schule liegt in der Nähe einer großen Nissan-Autofabrik und es gibt hier einige japanische Autofirmen. Eine wichtige Partnerin besitzt ein Unternehmen, das in vielen Ländern arbeitet. Außerdem gibt es ein gemeinnützige Körperschaften. Man nennt Tennessee the Bible Belt und man findet hier Missionäre, die große Interesse in Austauschen zeigen. Eine andere Möglichkeit ist ein Programm zur Integration von Flüchtlingen oder Einwanderern. Politische Organisationen
sind gute Waren für einem GAP-Programm. Ihre wichtigste Arbeit ist Besucher willkommen heißen und herumführen. Sie kennen die Gemeinde besser als Lehrer oder Studenten und können dem Leiter des Programms behilflich sein. Letzte Sommer, nachdem ich Zustimmung für mein Programm bekam, traf ich mit der Bürgermeisterin meiner Stadt. Ich erklärte mein Programm und fragte nach möglichen Partners. Die Bürgermeisterin stellte mich der Leiterin des Amts für wirtschaftliche Entwicklung vor. Diese Frau war aus Wisconsin und sie sprach Deutsch. Sie ist eine wichtige Partnerin meines Programms geworden. Andere politische Organisationsformen sind in den meisten Gemeinden das Fremdenverkehrsbüro und die Schulbehörde. Dort findet man Informationen über Sehenswürdigkeiten oder Treffpunkt. Es gibt in unserer Gemeinde auch Organisationen, die einen internationalen Ausblick haben oder für Jugendlichen bieten. Sie interessieren sich für Programme wie GAP und sie haben viel Erfahrung, das ihr benutzen könnt. In meiner Gemeinde fand ich Kirchen als nützlicher Partner. Kirchen haben andere Leute, die nützliche Fähigkeiten haben. Viele Jugendgruppen in meiner Gemeinde planen Missionsreisen in andere Staaten und Länder. Die können auch ein Ereignis ausrichten. In jeder Gemeinde gibt es auch Historienvereine. Bei diesen Gruppen kann man Sehenswürdigkeiten entdecken und kostenlos Touren zu den lokalen Anlaufpunkten bekommen. Dieser Historiker kann auch eine Schulpräsentation während des GAP-Besuchs machen. Letztlich findet man verschiedene Clubs, die Interesse an einem GAP-Programm hätten. Deutsche Meetup-Gruppen, ethnische Vereine, Autoclubs und Fans von Fremdsprachfilmen zum Beispiel. Ich habe verschiedene Gruppen hier entdeckt, aber es sollte nicht schwer sein. Beginnt mit Organisationen, die ihr schon kennt. Ich habe seit 5 Jahren St. Timothy's Lutheranische Kirche mit einem deutschsprachigen Adventgottesdienst geholfen. Ich lese die Lesung des Alten Testaments. Nächstes Jahr wird diese Kirche eine Fete für unseren Austausch veranstalten. Dieselbe Kirche hat mir einen Unterstützungsbrief geschrieben, der letztes März so wichtig zu meiner Administratorin war. Ich will nicht nach Geld fragen. Ich mache unbehaglich dringenden Bitten um Spendengelder. Ich bitte um Spendengelder und um Sachspenden, die eventuell einfacher zu bekommen sind. Geschäfte machen und verkaufen Materialien und sie können leichte Materialien aus Geld spenden. Fragt in Geschäften nach Sachspende, die ihr braucht. Zum Beispiel könnte eine örtliche Jugendgruppe, die ein Clubhaus hat, diesen Raum dem GAP-Programm zur Verfügung stellen? Ein Betrieb kann Sachen für einen Swag-Sack oder Geschenke packen oder ein GAP-Event bewirken. Fragt die Betriebe nach kostenlosen Sachen nur für die GAP-Besucher. Zum Beispiel kenne ich hier eine Family, die ein Tex-Mex-Restaurant besitzt. Dort gibt es Live-Country-Music am Wochenende und auch Tanzen. Ein perfekter Platz für Tennessee-Besucher. Ich fragte sie, ob sie kostenloses Essen für Deutsche spenden würden. Die amerikanischen Familien würden selbst Tex-Mex-Essen kaufen. Die Restaurantbesitzer stimmen zu. Sie haben mir auch einen Theaterbesitzer vorgestellt, sodass wir einen Film nach unserem Essen sehen können. Und ich frage euch, welche In-Kind-Donations könnte ein GAP-Programm suchen?
Essen, Geschenke, Schulsachen, Transport, Museen. Wie findet man diese bei In-Kind Donations oder Sachspende? Eine andere Idee. Ich versuche diese Idee in diesem Jahr zu planen. Wenn man nach Geld fragen muss, könnte man die Menge des benötigten Geldes für Aktien teilen. Aktien wie Shares in Stocks. Es beginnt mit Zielen. Plant Ereignisse während des GAP-Besuchs. Dann budgetiert alles. Essen, Transport und Eintritt. Teilt Artikel in 100 Dollar oder 50 Dollar Anteilen auf. Jetzt fragt den Geldgeber nach bestimmten Sachen für den GAP-Besuch. Zum Beispiel, könnten Sie 100 Dollar für den Eintritt ins Museum spenden? Oder wir fahren nach Nashville am 4. April, um das Spiel Inherit the Wind zu sehen. Könnten Sie 50 Taler für den Transport spenden? Ich glaube, dass ein Geldgeber lieber eine bestimmte Menge für eine genaue Sache spendet, als ein ungenauer Bitte unter Schutz. Welche Sachen könnt ihr aufteilen? Würde diese Idee eurem GAP-Programm helfen? Zum Beispiel, ich plane ein Picknick am Manskos Fort Park. Es ist ein historischer Ort in der Nähe. Transport von der Schule kostet 50 Taler. Eintritt kostet 6 Taler pro Person. Insgesamt 150 Taler. Zusammen 200 Taler. Das macht nur zwei Aktien. Nur zwei 100-Dollar-Aktien bezahlt die ganze Menge. Okay. Ein anderes Beispiel, vielleicht Übernachtung in Chattanooga, nähe Snow Mountain. Hotel kostet 50 Dollar pro Deutsch Besucher, okay. 750 Dollar. Essen vielleicht 45 Dollar pro Person. Etwa 675 Dollar. Transport 600 Dollar. Zusammen kostet es 2025 Dollar oder 20 oder 40 Aktien in dieser Satz. Ich werde deine Frage über diese Ideen hören. Danke. Vielen herzlichen Dank. Das ist ja sehr beeindruckend, mit welchen Ideen du GAP auf die Beine gestellt hast in Chattanooga, in Signal Mountain. Und ganz toll, dass es zu einem Anwuchs des Deutschprogrammes geführt hat. Das freut uns sehr. Danke für den Vortrag. Gibt es schon jetzt kurz Fragen dazu? Wenn nicht, würde ich auch die nächste Präsentation vorbereiten. Und in der Zeit möchte ich mich auch ja den Worten von ihr anschließen. Vielen Dank, James, für diesen ganz tollen Vortrag. Es ja liegt auf der Hand und man hat das mitgehört, wie engagiert Sie sind ja an Ihrer Schule. Toi, toi, toi. Und ich wünsche Ihnen weiter so viel Erfolg. Genau, und als nächstes sprechen Mike Mullins und Esther Neu aus Minnesota über ihren Austauscherfolg und wie sie das GAP-Programm an der Twin Cities Immersion School umsetzen. Ich übergebe das Wort an Mike und Esther. Und James, ich würde Sie auch bitten, Ihren Webcam zu schließen und dann auch der nächste Referent ja seine Webcam zu starten. Okay. Dankeschön. Okay, super. Schönen guten Tag aus Minneapolis. Wir sind hier zu zweit. Wir stellen uns kurz mal vor, dann fasse ich die Schule kurz mal zusammen und dann bei uns in dem Vortrag geht es ausschließlich um
Finanzmöglichkeiten eines Austausches. Esther? Genau, also ich bin Esther Neu. Ich bin Technology Integrationist hier bei TCGIS. Das heißt, ich mache einfach viel Tech mit den Schülern, sowie auch mit den Lehrkräften, damit wir alle technisch besser werden. Also eigentlich. Gut, und wir sind beide seit 3 Jahren hier in der Schule. Ich heiße wieder Michael Mullins. Ich bin in der Schulleitung. Ich leite Austausche erstmal Studienfahrten, 15 Jahre lang an der Uni und jetzt hier in dieser Schule seit 3 Jahren. Wir sind in der Twin Cities German Immersion School. Wir sind eine K-8 Public Immersion Charter. Wir haben einen Austausch seit 6 Jahren. Im ersten Jahr waren 9 Teilnehmer. Dies Jahr sind es 35. Und in 2 Jahren haben wir 72 Amerikaner, die rüberfliegen und 72 Deutsche, die zu uns kommen. Und deswegen ist bei uns primär die Frage immer, wie finanzieren wir so ein Unternehmen, ja? Gut, und jetzt zur Sache mit unseren einzelnen Punkten, ja? Gut, Fundraising. Wir haben Schüler, die schon mal ständig Bake Sales und so weiter machen. Und das ist gut und das dadurch schafft man eine Art Gemeinschaft, eine Gesellschaft, eine Community. Aber man kommt schon lange nicht auf die Geldsummen, die man da zusammenbringen muss, um so ein Austauschprogramm wie bei uns irgendwie zu finanzieren. Und wir haben dann demzufolge eine 501c3 gegründet. Das läuft nach Bundessteuergesetzen von der IRS. Das ist für Non-Profits, für Schulen, eine Möglichkeit, Geld irgendwie zusammenzubringen. Wir könnten mehr dazu später sagen, falls es Fragen gibt. Wir haben auch Partnerschaften mit der Deutschen Handelskammer, die finanzieren einige Kinder, also ein Kind und die Kinder geben Vorträge dann bei der Handelskammer, beim Ausschuss. Und wir fangen sehr früh in eine Kooperation mit unserem Kindergarten an, ja, um die Lehrer zu informieren wegen des Austausches. Bei uns ist Fundraising sehr wichtig, weil wir das wirklich so haben wollen, dass jedes Kind im Jahrgang mitfährt. Und das ist natürlich eine Herausforderung. Also wenn man schon im Kindergarten anfängt, vielleicht zum Schulbeginn $10 zur Seite legt und von der Familie so Großeltern oder was weiß ich auch, wo also immer am Schulanfang $10 bekommt, kann man langsam dann auch anfangen, in der Familie schon Geld zu sammeln vom Kindergarten an. Ja. Gesagt habe ich es nicht, das ist ein Austausch für die 8-Klässler. Okay. Wenn sie die Schule ja beenden, also abschließen nach der 8. Klasse. Also dann hat man 9 Jahre schon angefangen zu sparen. Gut. So, die Logistik, das ist natürlich ziemlich kompliziert, wenn man solch eine große Gruppe hat. Wir haben ein Capstone Committee und diese Committee besteht aus so ungefähr 8 Eltern, die dann Zeit haben, sich zu engagieren und uns bei wirklich allem, was wir machen müssen, zu helfen. Also manche Sachen, also manche Aufgaben, die die mit uns machen, sind die Schüler sortieren zum Beispiel, die Partnerschaften zu finden. Die helfen uns ganz viel mit dem Fundraising, damit wir nicht alleine stehen und nach der Schule alle diese Fundraisers organisieren müssen. Und während die Schüler hier sind in Minnesota, helfen sie ganz viel, die ganzen Events, die wir zusammen machen, sie zu planen und dass zum Beispiel zu einem Potluck wirklich genug Essen gibt. Und hier sieht man in dem Bild, es gibt ja ganz viele Fahrräder. Wir haben einen Fahrradausflug gemacht. Die Committee hat zum Beispiel organisiert, dass wir möglichst viele Fahrräder in die Schule sammeln, damit wir dann überhaupt sowas machen können. Also die sind wirklich, ohne unsere Committee ginge das Programm nicht. Es ist wirklich eine Hilfe. Und die organisieren auch zum Beispiel Mitfahrgelegenheiten, zum Beispiel vom Flughafen zur Schule und dann am Ende ist einfach alles rundum, alles Logistik, was gemacht werden muss, machen wir nicht alleine, was ganz toll ist, weil sonst hätten wir das, ich glaube, wir würden es sonst nicht schaffen. Und dieses Jahr machen wir was Neues und wir gehen nicht immer mit zu jedem Ausflug, sondern gibt es freiwillige Eltern, die uns dabei helfen. Das heißt, es gibt immer pro Ausflug eine Person von unserer Schule und sonst helfen auch
freiwillige Eltern mit den Ausflügen, damit wir nicht so viele Vortretungspläne zusammenstellen müssen. Und das klappt auch bei Englisch gut. So, wir machen auch Service Learning mit dabei. Zum Beispiel hier, in diesem, das ist ein Beispiel davon, wir haben Geld gesammelt für Flüchtlinge in Deutschland. Und das haben die Schüler selber organisiert eigentlich. Und die haben dann auch wirklich Gebäck gemacht und dann verkauft, um Geld zu sammeln. Und als wir dann dort in Deutschland waren, haben wir uns mit den verschiedenen Flüchtlingen getroffen und wir haben zusammen Fußball gespielt und wir haben einen Austausch gemacht und das war auch ganz super. Und als eine Austauschlehrerin, die auch mit dabei war, hat immer noch Kontakt mit dieser Gruppe und die haben Tablets mit dem Geld gekauft und sie benutzen sie immer noch. Und sie meinten, dass das hilft sehr und das ist gut für die Kinder. Wenn sie auch sozial engagiert sind, dann kann man auch Current Events mitmachen und aktuelle Themen bearbeiten. Das ist eine ganz tolle Gelegenheit, natürlich. Vielleicht der zweite Aspekt bei dieser Folie, Aufgaben bei Festen der Germanic American Institute. Das ist ein gemeinnütziges Institut, eine Institution hier in St. Paul, Minnesota. Und die befassen sich mit allen möglichen Sachen, was die deutsche Kultur betrifft und. Und wir haben seit vorigem Frühling, fingen wir mal an, mit denen zusammenzuarbeiten. Bei ihren Festlichkeiten werden wir die Eltern, von denen Esther schon mal gesprochen hatte, die organisieren Kinder. Mir war es ein Elternteil und ein Kind in der 8. Klasse oder sogar in der 7., wenn wir 2 Jahre im Voraus denken. Planung ist primär, also oft läuft das 2 Jahre parallel bei uns in der Planungsphase. Die bekommen dann Stundenlohn bei diesen Festlichkeiten, sorgen fürs Recycling, sorgen für Müllabfuhr und so weiter und so fort. Und dafür bekommen sie einen ausgemachten schon Stundenlohn, was dann auf ein Konto hier bei der Schule im Namen der Klasse eingezahlt wird. Ja. Gut. Zukunftsorientiert haben wir hier zum Beispiel Wein-Bier-Proben auf Versteigerung. Das ist so eine Sache nach dem Prinzip von Flights. Man kann ein Abendprogramm veranstalten mit Wein oder mit Bier. Man hat jemanden, der oder die dann vorträgt zur geografischen Region, woher die Wein- oder Biersorten herkommen, etwas über die Kultur. Und man kostet dann entweder den Wein oder das Bier, lernt was dabei vom Wein, von Bier und man kann Karten. Eintrittskarten, was zu $50 oder 40 oder 60, je nachdem, eben versteigern oder verkaufen. Ja. Wir haben eine Partnerschaft mit einer großen Brauerei hier in St. Paul und sie geben uns kostenlosen Zugang zu einem Raum, wo wir dann Festlichkeiten und Treffen organisieren können. Die letzten 2 Aspekte haben wir noch nicht gemacht, aber das wird im Frühling anlaufen mit dem Sponsoring von so einem 5-Kilometer-Lauf um einen See hier in unserem Viertel und dann Crowdsourcing-Ideen, die werden jetzt gerade entwickelt, aber das lässt sich auch relativ leicht machen. Sowas wie GoFundMe oder genau. Was Ähnliches, dass man eben früh anfangen kann, im Kindergarten vielleicht sogar, und dann, dass man immer dazu bezahlen kann. Ja. Genau, also das. Okay, und vielleicht als letztes eine Möglichkeit, wir versuchen hier ein paar konkrete Beispiele anzuführen. Ich habe mich neulich, wir haben hier in unserer Charter School weder Orchester noch Band, also diese Blasinstrumente, aber wir haben Privatunterrichtsstunden anschließend. Und der Organisator aus Wien kam zu mir neulich und sagte, warum machen wir nicht so einen Musikgala-Abend? Und die Kinder haben dann die Möglichkeit, die Kinder, die gerade Musikunterricht machen, haben ja die Möglichkeit dann am Abend musikalisch was vorzutragen. Die Leute kaufen Eintrittskarten für diesen Galaabend und das ist auch, die Erlöse sind zum Gunsten unseres Capstone-Austausches. Und Esther sagte, ist das unser großes Anliegen ist nämlich, dass wir jedem Kind das gewährleisten, dass die mitfahren dürfen. Mhm. Und wenn sie dasselbe die Kosten nicht tragen dürfen, auf diese Art und Weise hier von diesen Ideen zu finanzieren,
steigen wir dann mit ein und wir sponsern ein Kind oder zwei, je nachdem, wie viele es sind. Gut, also erstmal vielen Dank, das wäre es von uns, ja, und danke. Vielen herzlichen Dank, Esther und Mike. Das ist super interessant, wie ihr das macht und wie ihr so viele Kids finanziert. Zukünftig 72, das ist eine sehr beeindruckende Zahl. Und wir im GAP Office, wir sind schon sehr gespannt, wie es wird, weil wir kriegen es ja immer wieder mit. Und es ist super. Wir haben eine Frage zu eurer 501c3 von James. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt auch in die Diskussionsansicht. Und James, du kannst die Frage dann auch gleich nochmal selber stellen, wenn du dein Video wieder anstellst. Denn ich möchte alle Moderatoren jetzt bitten, ihr Video anzustellen. Und dann könnt ihr auch untereinander diskutieren. Und gerne können auch die Teilnehmer weiter Fragen stellen. Und wir freuen uns. Wunderbar. Ja. Super. Und Mikrofone wieder einschalten, genau. Verena und Jürgen. Ja, ich habe vorher mit Non-Profit-Organisationen gearbeitet und ich wundere. Wie ist denn 501c3? Ist das mit deinen ganzen Schule oder mit nur, wo ist es nur für deinem Programm? Ja, in diesem Fall ist das mit der ganzen Schule, aber man kann das auch organisieren. Ja. Aber es geht darum, dass das ein Nonprofit ist, also in diesem Fall die Schule, ja, dass diese Organisation, diese 501c3 extern von der Schule funktioniert. Ja. Okay. Also, ja. Gelder werden, zum Beispiel haben wir haben die Nordamerikaner, den nordamerikanischen Hauptsitz von Allianz Versicherung hier. Die würden quasi Geld einzahlen auf dieses Konto und dann wir könnten in Kooperation. Mit dem Konto, mit den Fonds dann herausnehmen, die für sich auch. Okay. Danke, ja. Ist es schwer, ein 501c3 zu anhalten? Ne? Ja, also die man muss an der Tasche oder anderswo hier unser Kontaktinfos. Ja, also Sie bekommen bestimmt von der Tasche oder anderswo hier unser Kontaktinfos. Mike, sorry, das habe ich gerade nicht verstanden. Schicken, ja? Ja, ein Echo-Effekt. Ja. Ein Echo-Effekt. Ich hatte eben angeboten, James könnte sich mit uns in Verbindung setzen. Ich gehe davon aus. Super, ich mache eine E-Mail. Das organisieren werden, dass wir Kontakt zueinander haben. Ja, dann können wir ihm weitere Infos geben. Vielleicht dann zurück von mir zu James, ja, wenn das geht. Das Konzept spezifisch eine Idee zu haben, die finanziert werden soll, das ist ein Muss. Wenn die meisten Leute, abgesehen davon, dass die bereit sind, auf ein 501c3 einzuzahlen, zum Beispiel die Deutsche Handelskammer, die kamen zu mir und die haben gefragt, gut, für Spendengelder, wozu genau werden diese Gelder verwendet? Ja? Und die wollten das genau mal haben. Sobald wir ihnen das erklären und sagen könnten, haben sie gesagt, alles klar. Danke. Die Idee, was Spezifisches da in Sicht zu haben, ist schon ein Muss. Ja. Und das ist ja auch, hat auch gut geklappt, weil dann die Schüler, die mit uns die Reise gemacht haben, die haben dann auch davon vorgetragen, die haben davon erzählt, was also das Spezifische ist, was die dann geschafft haben. So nach der Reise anschließend. Genau. Ja?
Okay. Gibt es denn andere Fragen aus der Teilnehmerrunde für unsere Referenten? Ja, ich. Alles klar, dann würden wir uns bedanken für diese, das war das erste, die erste Gesprächsrunde hier im Magenta-Raum dieses Jahr. Vielen Dank für all die neuen Informationen. Und vor allen Dingen, man hat auf jeden Fall rausgehört, wie man sich gerne für das GAP-Programm bzw. für Auslandsprogramme in den USA engagiert. Und wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann würde ich ja vorschlagen, wir gehen jetzt zu dem Plenarsaal. Aber erstmal nochmal darauf hinzuweisen, unten auf den Evaluationsbogen und auch für die Teilnehmerbescheinigungen. Natascha, könntest du bitte schön den Link nochmal in den Chatbot schreiben oder weiterleiten? Ja. Dankeschön. Gerne. Und nochmal vielen Dank. Und es ist echt interessant, immer zu sehen, wie unterschiedlich die Sachen in verschiedenen Staaten sind und welche Ideen vielen Dank. Die Lehrer für ihre GAP-Austausche haben. Das ist echt klasse. Danke. Dankeschön, Natascha.